Ihr habt es gelesen. Scheibe reparieren. Hoffentlich für 11 Euro. Das ist das Spezialwerkzeug. War in dem Set von China mit drin. So. Jetzt dieses qualitativ hochwertige Teil über das Ding kleben. Einfach erklärt, erst die Spritze jetzt rein und dann aufziehen und dann nach 10 Minuten reindrücken. Wir können gerade mal von innen gucken. Also da ist safe noch nichts passiert, aber auch wirklich gar nichts. Long story short, Leute, ich tue euch jetzt wieder einen Gefallen und zeige euch jetzt gleich mein Ergebnis und wie es am schnellsten geht. Ich habe den ganzen Nachmittag jetzt rumgetüftelt und ich bin wirklich überrascht vom Ergebnis. Aber vorab eins. Ich möchte kurz dazu sagen, wer jetzt erwartet, dass ich diese chinesische Anleitung hier wie ein Lehrer 20 bis 30 Minuten lang erkläre, der ein Tutorial erwartet, ein Reparatur-Tutorial, der verlässt jetzt bitte meinen Channel. Okay? Der ist hier komplett falsch. Ich repariere diesen Touareg und demnächst fängt Gott sei Dank der Umbau an. Das heißt, für die schon länger dabei sind, gewöhnt euch schon mal dran. Das werden Gott sei Dank die letzten Reparaturvideos sein. Und dann möchte ich ja, wenn ich ihn umgebaut habe, damit reisen. Gott. Weil ich möchte das kurz nochmal erwähnt haben, in letzter Zeit ist der ein oder andere doch sehr negativ aufgefallen, der schon lange nicht mehr hier dabei ist, der innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde einfach so weggebannt ist, weil, das möchte ich kurz sagen, negative Kommentare aus dem Nichts, einfach komplett unfreundlich, Klugschiss oder irgendein Verhalten, das irgendwie darauf schließen lässt, als würde ich hier was schuldig sein. Also ich freue mich, wenn jemand zuguckt. Ich freue mich, wenn ihr Spaß habt. Ich freue mich über einen Austausch. Ich mache das hier für mich. So. Und für diejenigen, die gerne zuschauen. Ich bin hier niemandem was schuldig. Hier zahlt mir niemand jemand irgendwie Geld jeden Monat, dass ich jetzt irgendwie eine gewisse Leistung erbringen muss. Ja. Und das hat sich der ein oder andere kam dann in die Kommentare rein, wo ich so das Gefühl hatte. Und das gibt's hier nicht. Der fliegt direkt. Ich bin hier niemandem was schuldig, wem das alles nicht passt. Und wer meint, die Schnauze so aufzumachen, obwohl er kein einziges Video online hat. Ja? Und das sind meistens solche Persönchen, die sich das auf der Straße wahrscheinlich nicht trauen würden. Die da kommen sie nämlich auch nicht an und sagen, du, der hat hier anders gemacht. Ja, Herbert, ist gut. Jetzt verpiss dich in deiner Garage und kannst da Winterreifen wechseln und dich für einen großen Mechaniker halten. Ich möchte das einfach nur mal gesagt haben. Die meisten wird das gar nicht hier betreffen. Ich möchte das nur mal gesagt haben für den einen oder anderen, der vielleicht hier gerade neu ist, der sich jetzt irgendwie denkt, nee, das hat er jetzt irgendwie nicht richtig gemacht. Ich mach dir jetzt mal einen Kommentar drunter. Mach es. Du schreibst diesen Kommentar komplett für Umme. Umsonst. Weil er innerhalb von 3 Sekunden nicht mehr da ist und du auch nicht mehr. Und daher, bitte lasst es sein. Wenn ihr was zu sagen habt, immer gerne, super freundlich. Im Austausch immer super gerne. Freue ich mich drüber. Aber ihr geht auch nicht einfach in irgendeinen Raum bei irgendwelchen Fremden zu Hause. Weiß nicht, stell dir vor, ihr kommt auf eine fremde Geburtstagsparty, geht in einen Raum und sagt, du,
Das hätte ich aber anders gemacht. Alles klar. Genauso schnell wie du reingekommen bist, wärst du auch wieder draußen bei der Geburtstagsparty. Und so ist es hier auch. Ist gar nicht anders. Das ist einfach nur virtuell. So, und jetzt gucken wir uns mal die Steinschläge an. Komm. Ach ja, und da, wegen der Tonqualität zum Beispiel, ne? Hier rauscht das jetzt ab und zu halt. Ja, das ist eben so an der Straße so. Ich bin in keinem Musikstudio. Das sind auch so Kommentare. Tonqualität. Ja, das ist ja nicht ProSieben. Das ist das wahre Leben. Ja, aber das war in letzter Zeit nicht mehr so häufig. So, jetzt gucken wir mal. Wir hatten ja 3 Stück. Mal selber mal gucken. Hier oben da. Das war ja da, wo die Kamera nicht so scharf geschaltet hat, wie sie jetzt auch, weil so winzig ist. Also, ich muss gleich selber mal auf ein Video vergleichen. Bei dem hat sich eigentlich am wenigsten getan, bis gar nichts. Ich erkläre euch auch gleich mal warum. Na, mein Gott. Nee, kriege ich immer noch nicht scharf, ja, weil er zu klein ist. So, ist egal. Also der war ja sowieso schon so klein. Da ist der andere. Ja, da. Da seht ihr den noch. Kann man das überhaupt sehen? Die sind so klein. Aber jetzt kommt das Highlight der Geschichte. Könnt ihr euch noch an diesen riesengroßen erinnern? Sonst spulen wir kurz zurück. Der war riesengroß. Hier ist er. Hier. Ja. Weißt du noch, dieses riesen Spinnennetz? Ja, ich kann es gar nicht fokussieren. Ich versuche das jetzt gerade mal von innen. Moment. Also der ist so Bombe geworden. Also der größte ist am besten geworden. Der kleinste, ja hier, guck mal. Ja, komm mal. Komm mal her, komm mal zu Papa. Ja, schöner Himmel. Guck, aber der, siehst du, der ist so klein. Er fokussiert ihn nicht. Hier, scheiß drauf. Siehst du nix? Mensch, wie mich das nervt, dieses doofe. Oh ja, für eine Sekunde so angeteasert. Da. Keine Ahnung. Ich glaube ganz ehrlich, da ist gar nichts passiert. Ich sag gleich meine Theorie, warum, wieso, weshalb. Hier ist der mittlere. Deswegen allein aus dem Grund werde ich schon keine Reparatur-Tutorials hier machen, wo ich hier 5 Stunden lang rumzoome für einen Mini-Dings-Steinschlag, wo eh wahrscheinlich auf der Tour 6000 neue dazukommen. Das ist einfach richtig affig. Oh Gott, leck mich am Zuckerli, ey. Und ganz ehrlich, guck mal, dann kommen so Kommentare so, ja, du kannst ja keine Kamera führen. Digga, mach's einfach selber, weißt du, was besser kannst. Na, und das sind dann so Leute, da klickst du dann auf Profil, kein Video. Na, keine Ahnung. Gut, und der da unten ist richtig gut geworden. Das sieht man nämlich. Ja, ey, ja, cool. Also da sieht man so gut wie nichts mehr. Na, komm. Oh Mann, ist das ein Krampf, ey. Das ist einfach nur ein Krampf. Aber weißt du was, ich werde es genauso hochladen. Das ist einfach, die Leute das auch mal checken. So. Wirklich, das war ja riesig. Von außen sieht man es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und der ist auch, glaube ich. Also der kleinste ist gar nichts passiert. Hier ist ein bisschen was passiert. Und der ist so gut wie weg. Das ist so wie in diesen ganzen 30 Minuten Tutorials Videos. Ich denke mal, meine Theorie, keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, ob das jetzt so ist oder nicht. Meine Theorie ist, dass hier halt das Wachs oder das Harz oder was auch immer da gut reinlaufen konnte. Und hier halt nicht. In die anderen, weil die schon irgendwie verschlossen sind und mit Dreck oder mit Feuchtigkeit, keine Ahnung. Und ihr macht es einfach. Ist ja völlig egal, welches Kit ihr bestellt. Die sind ja alle immer das gleiche. Immer dieses Ding zum draufquetschen und dann so eine Spritze. Es geht. Und dieser ersten Schritt, was die da machen, das ist genau das gleiche. Weißt du, wo ich dieses Röhrchen noch da reindrehe? Also das Röhrchen in das Röhrchen. Es geht einfach nur darum, einen Überdruck oder Unterdruck zu erzeugen. Das kannst du einfach mit der Spritze machen. Oder, weißt du was? Ich habe das so gemacht. Macht ihr, was ihr wollt.
Also habe ich immer wieder rein, paar Minuten gewartet, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Weil in der Bedienungsanleitung steht, mach das nur einmal. Ich habe es immer wieder gemacht, weil der Wachs, der Harz bleibt flüssig, solange es nicht mit UV-Licht in Berührung kommt. Also habe ich einfach ein Handtuch drüber gelegt. Immer wieder hin, her, hin, her. So, und so ging das mit dem Großen da richtig gut. Dann hast du auch sofort gesehen, das füllt sich. Und hier bei den Kleinen habe ich noch zweimal versucht. Immer wieder rein, raus. Und das Ding auch richtig schön fest draufgeschraubt. Du hast auch an der Spritze gemerkt, die hat sich nicht so rangesaugt. Dass da ordentlich Unterdruck oder Überdruck oder was auch immer ist. Aber das ist nicht reingeflossen. Ich habe das noch ein bisschen aufgebrochen, versucht ein bisschen aufzustechen mit der Nadel. Wahrscheinlich, ich habe auch Videos gesehen, da nehmen sie einen ganz kleinen Bohrer, kannst das anbohren. Habe ich keinen Bock zu. Habe ich keinen Bock zu, weil die sind so minimal während der Fahrt, man sieht das kaum. Die haben mich am wenigsten gestört. Mir ging es um dieses Riesenei da. Das hat es erledigt und die kleinen Sprünge da, ja, die Stelle ist versiegelt und sollten sie größer werden, dann versuche ich mal, ob ich irgendwo günstig den Smart Repair, wenn es halt wirklich reißt, herkriege oder vielleicht kann ich irgendwo im Ausland, sprich Polen, Türkei, etc., kann ich vielleicht nochmal doch die Scheibe tauschen lassen, wenn es denn so ist, aber dann, wenn sie komplett springt und ja. Wenn schon Wasser durchläuft dann, ne? So. Oh, von daher geht jetzt ein angepisstes Video. Muss man wirklich sagen, ne? Aber ganz ehrlich, man muss auch nicht immer alles. Mich nervt es auch, irgendwas zu stellen oder versuchen immer so auf das auf cool oder was heißt cool, auf alles auf perfekt zu machen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Und ich will auch mal das erzählen, weil mich nervt das selber, wenn so ein JP zum Beispiel, der hat das früher oder vor ein, zwei Jahren häufiger auch gemacht, dieses Rumgejaule, dieses so, ich weiß, ich habe mir das auch nicht gerne angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch gedacht, boah, was meckert der immer rum? Weil der es guckt, den betrifft es meistens nicht, ne? Ich, das weiß ich, von daher wäre das ja sinnlos, wenn ich euch das erzähle, wir sind ja voll cool miteinander, die meisten, und die das betrifft, die sind ja schon gar nicht mehr auf dem Channel, weil die weggebannt worden sind, ne? Wie gesagt, ich meine das so an den einen oder anderen, der vielleicht kein Abonnent ist, der zuschaut und sich jetzt getriggert fühlt und meint, er müsste irgendwas darunter kommentieren. Ne? Vielleicht hört das ja mal der Richtige. Aber wahrscheinlich nicht. Ah, die hören eh nichts und denken sich, ich kommentiere jetzt extra drunter. Maga, dann macht das doch. Juckt eh keinen, weißt du? Ne? Ich hatte schon Kommentare, aber es war eher so am Anfang drunter. Da hat der ein oder andere kommentiert, ja, dann hast du jetzt nicht mehr mein Follow. Maga, hast du mal meine Follow-Zahl gesehen? Keine Ahnung, das sind so. Ich bin doch so ein kleines Dingsbums. Ich verstehe das nicht, wie man es so ernst nehmen kann. Verstehst du, ist mir doch scheißegal, ob das jetzt ein oder andere mehr. Also ich freue mich über jeden, der dabei ist, aber jeden, mit dem ich Spaß habe. Also wie ein neuer Freund sozusagen. Ich freue mich doch über einen neuen Kumpel, mit dem ich auf einer Welle bin. Freue ich mich total. Und wenn wir 500 sind, cool. Wenn wir 500.000 sind, auch cool. So, aber ich will nur mit Leuten sein, mit denen ich Spaß habe. Wie auch im echten Leben. Nur weil das hier in der Glotze hier drin ist, ist das doch nichts anderes. Das wollte ich nochmal loswerden. Von daher, aber die meisten, die hier sind, sind sehr, sehr cool, sind sehr, sehr nett, das weiß ich. Sind sehr, sehr interessiert. Wir haben uns schon richtig cool ausgetauscht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So möchte ich das auch weiterhaben. Ich möchte kein Hate, kein Klugscheißer, keine Ahnung. Die sollen irgendwo anders hin ihren Frust abladen. Ich weiß, macht man mal ganz gerne. Nee, aber heute nicht, ne? Heute ist Wochenende. Nochmal. Irgendwie weiß ich nicht. Gefällt er mir in letzter Zeit auch irgendwie so gut. Aber gewöhnt euch nicht dran. Der wird jetzt komplett umlackiert. Das wird wild. Ne? Der eine oder andere hat vielleicht schon mal einen richtig coolen, neuen, fancy, silbernen Spiegel gesehen. Zeige ich euch dann in einem neuen Video, wie man ganz toll Spiegelklappen lackiert. Warum ich das gemacht habe. Android Radio, weiß ich. Will der ein oder andere noch sehen. Zeige ich euch im nächsten Video. Mach ich fertig. Habe ich schon fast alles fertig.
Ich will noch die eine oder andere Funktion zeigen. Mit der Rückfahrkammer will ich noch zeigen, wie ich die angeklemmt habe. Schneide ich euch fertig. Und danach, LED-Paket ist jetzt auch drin, funktioniert auch. Wer das noch nicht gesehen hat, finde ich voll schade. Kaum geklickt. Ist eigentlich super nice. Da habe ich es eigentlich mal super nice erklärt, was passiert ist wegen Schmoren und Schmorbrand und so weiter. Weiß ich nicht, hat gar keine Klicks gekriegt. Also wer es noch nicht gesehen hat, ist eine der letzten Folgen beim Touareg. Ja, schaut einfach mal rein. Genau. Von daher, let's go, Samstagabend. It's party, it's party.